Liebe Freundinnen und Freunde, die Partei hat gekämpft in Brandenburg, sie hat gekämpft in Sachsen. Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben alles gegeben. Sie haben insbesondere auch in Brandenburg bis hin zur persönlichen Anfeindungen gegen rechts gekämpft. Sie haben deutlich gemacht, was unsere Alternativen sind, kein Ausverkauf an Adlige. Sie haben deutlich gemacht, was unsere Alternativen sind, Kita-Beitragsfreiheit für alle. Sie haben deutlich gemacht in Sachsen, dass wir kein Dorf zurücklassen, dass wir, wenn Emma lebt, das auch im Dorf stattfinden soll. Das haben die Genossinnen und Genossen gemacht. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich möchte auch unseren Wählerinnen und Wählern danken, die uns in diesem schweren Wahlkampf, und das war er, weil er getragen worden ist von Hassparolen der AfD, weil er getragen worden ist von einem Rechtsruck, der seit einiger Zeit andauert, weil diese Wählerinnen und Wähler uns ihre Stimme gleichwohl gegeben haben. Und warum haben sie das gemacht? Das haben sie deshalb gemacht, weil die soziale Gerechtigkeit für uns das entscheidende Moment ist, das uns als Partei zusammenhält. Das ist auch das entscheidende Moment, was für den Osten wichtig ist. Das ist nämlich der Punkt, den der Osten jetzt benötigt. Der Osten benötigt keine Neonazi-Freunde in HDJ-Lagern, die dort auftauchen aus Westdeutschland, sondern sie brauchen soziale Gerechtigkeit, mehr Tarifbindung, bessere Löhne, Kita-Beitragsfreiheit und auch eine Investitionsoffensive. Das braucht der Osten und das werden wir unbeirrt weiterverfolgen, und zwar auch dann, wenn die Wahlergebnisse wie heute schlecht sind. Aber das ist ein langer Kampf. Das bedeutet auch, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir die angezogene Handbremse, die die Große Koalition bei der Politik gemacht hat, dass sie also den Osten gezielt abgehängt gelassen hat, dass sie ihn nicht hat aufholen lassen, dass diese Position durch uns immer wieder thematisiert wird, dass wir dort stärker werden, dass wir mehr Menschen überzeugen, uns auch selber verändern als Partei, dass wir insbesondere in Sachsen und in Brandenburg attraktiver werden. Alles das sind Punkte, die wir unmittelbar diskutieren wollen und die wir diskutieren werden, das verspreche ich.